Freunde und Kumpanen, es ist soweit, dass wir mit Final Fantasy XV Comrades anfangen, der Multiplayer-Expansion, welche, ich weiß gar nicht, wann sie rauskam, kam sie mit dem Royal-Update raus? Irgendwie so circa in der Zeit. Und das fängt storymäßig jetzt an und endet dann kurz bevor Final Fantasy XV halt normal bei uns weitergehen würde. Und Noctis sitzt jetzt im Kristallfest und es leitet jetzt die Zeit der Nacht ein und wir erleben jetzt diese Zeit der Nacht aus der Sicht eines random Glefen und ja, es ist ein Multiplayer-Add-on, das heißt, das kann ich mit anderen Leuten zusammenspielen und ich hoffe, dass irgendwelche Leute mir beitreten werden, weil ich glaube, das Spiel ist ziemlich tot, wenn ich ehrlich sein soll. Ich glaube, da passiert gerade nicht mehr so viel. Daher, mal gucken, ob ich das Singleplayer hinkriege. Ansonsten, schauen wir mal, was passiert. Bin gespannt. Starten wir aber mal. Ich hoffe, das ist noch online. So, Server, bla bla, los geht's. Hear me, defenders of the crown. The power of kings goes with you, and with power comes a duty to your kingdom. Your body is a vessel for the blessings of the Stone of Lucis. Your blade, a ray of hope, cleaving a path for the future king. But let it be known, your transgressions have not been forgotten. Once the true king awakens, and the light is restored to this world, only then shall you be forgiven and set free from the burdens you bear. Rise and shine. You're probably wondering what you're doing here. No clue? Don't sweat it. You escaped with something more precious than your memories. Your life. First of all, you're a glaive, just like me. The king lends us his power. We fight to protect him. Well, fought. The king himself's long gone. His power remains, though, so we gotta put it to good use. See that up ahead? That's the last bastion of mankind. And it's the king's glaive's job to keep her safe from harm. Better enjoy the sunshine while it lasts. It'll be gone before you know it. Only other light left in this world is the kind we make ourselves. And as you may or may not remember, we play a big role in that process. Let's hope that jogged your memory. All of the Starlim's counting on us, Glaives. Demons ahead! Get ready! Great. Another bump in the road. You and me'll smooth it out. Let's move! Er hat einfach die übelsten Segelohren. Ich weiß nicht, ob ich das toll finde. Ja, ich weiß, wie es funktioniert. Ich habe das Spiel schon mal gespielt. Es ist voll ungewohnt, dass ich die ganze Zeit so krass overpowered war. Jetzt bin ich es einfach nicht mehr. Sehr gut. Scheint es da vorne noch irgendwas. Oder hier. Verdammt. So. Ich finde es übrigens cool, dass wir diese Monster jetzt endlich auch mal in Aktion sehen. Die hat man ja in den ersten Trailern zu Final Fantasy XV gesehen. Und keiner wusste,
keiner wusste, was das für Viecher sind. Jetzt tauchen sie endlich auf. Das finde ich schön. So macht das Leben Spaß. Ich habe eine fucking Raute im Namen, Mann. Ich wette, das wird hundertprozentig für irgendwelche Probleme sorgen, Alter. Weißt du, ich mag sie für Libertas, halt ein Ingame-Model gemacht haben, aber das halt nicht auf dem Film basieren, sondern einfach auf seinem Real-Life-Aussehen. Und der Typ ist halt so ein dicker Moppelbär eigentlich und der ist aber im Film eigentlich relativ fit. So, der ist immer noch dick, aber halt so fett, dick, fit, dick irgendwie. Und das Ingame-Model ist einfach nur fucking fett, Alter. Ach, ist halt. That's the way the cookie crumbles, guess ich mal. Au. Das war cool, ehrlich gesagt. Das war ziemlich cool. Okay, ich glaube, wir haben es, ne? Nein, wir haben es noch nicht. Da unten ist noch was. Ew. Immer wieder da, um euch ein bisschen eklig zu sein. Better save that for later. But don't take more than you can carry. In times like these, we gotta be fair about our food. God. Ich bin es nicht gewöhnt, dass ich einfach die ganzen Abilities nicht mehr habe, die ich normalerweise als Noctis noch hätte. Super ungewohnt, Mann. Uff, okay, das hat geklappt. This way. And hurry. Won't be long till more of them show up. Pfeifen wir einfach auf das Auto? Scheinbar schon. Finde ich okay. Finde ich okay. Hurry it up. Ja, ja, ich bin open ja hier. Up. It's the Marshal. Open up. Well, go on. Be glad you made it inside. You are a capable combatant. Everyone here in Lestalem is counting on you to keep him safe. Hm.
I've seen a lot of Crown's Guards in. So, wir haben hier die Wahl zwischen Sidequests, zwischen richtigen Quests und zwischen einem Klamottenladen. Schauen wir doch direkt mal, was hier geht. Meteorsplitter, die bei Aufgaben erhalten werden, werden im Kraftwerk verarbeitet, um Strom herzustellen. Ach stimmt, ich erinnere mich wieder, wie das funktionierte. Das war irgendwie, dass du diese Meteorsplitter findest, dann Strom machst und dann diese Nodes irgendwie auf der Map verbindest und dann langsam so neue Areale freischaltest und sowas. Relax. You can rest easy now. Although you might want to thank the guy who brought you here. Anyway, I'd better get a move on. Wouldn't want to face the wrath of Kor the Impatient. Oh, and here's something for the road. Insomnia. AP Maximum, AP Magie lassen sich leicht entwickeln. Nee. Ich pfeif doch auf Magie, Alter. Stärke und Magie lassen sich leicht entwickeln. Das klingt doch gut. Libertas gibt dir ein Kommunikationsgerät. Es ist mit einem Code gesichert, den du vergessen hast. Bäh, sage ich dazu nur. Ein dickes Bäh. Oh mein Gott, Best Girl verkauft Kram. Los geht's. Aufgrund mangelnder Stromversorgung außer Betrieb. Bitch, das steht doch hier vor mir. Willst du mich reinlegen? Kann ich etwa keine Klamotten kaufen, weil es keinen Strom gibt? So funktioniert das aber nicht. So you're the glaive everyone's been talking about. Pleasure. Name's Jean. I work for Exynerus. We take the meteor shards that glaives like you collect and turn them into electricity. Pretty cool, right? All we need is enough light to drive away the demons. If you've got any bright ideas about where to send power next, feel free to share. So, die Stromleitungskarte, ba. Alright, the power supply is online. Okay. Ah, und so schaltet man auch neue Aufträge frei. Ich komme langsam klar mit dem System. Die Aufgabenvermittlung wurde eröffnet. Das finde ich doch gut. Aber kann ich denn jetzt auch Klamotten kaufen? Das ist viel wichtiger. Gott. What's up? Roger. Let's get things fired up. Haha, so. Jetzt können wir uns Klamotten kaufen. Das Wichtigste zuerst. Es geht ja in dem Spiel darum, möglichst modisch durch die Gegend zu laufen. Aber ich kann mir nichts davon leisten, anscheinend, weil ich keine Gil habe. Das ist ziemlich cool. Das Lara Croft Outfit für Frauen, anscheinend. Ich will die Brille haben. Ich finde, die Brille ist sehr ich. Ich würde meine aufsetzen, wenn ich sie jetzt spontan finden würde. Keiner weiß, wo sie ist. Tja, so viel dazu. Hi! Any bright ideas? Ich habe noch 50 Watt. Damit kann ich absolut nichts machen. These tasks aren't for the faint of heart. Do you have what it takes? Hier kannst du mehr Spieleraufgaben annehmen. Erfülle sie gemeinsam mit bis zu 3 weiteren Spielern online. Okay. Wir müssen leider draußen bleiben. Dafür gibt's kein KW und kein Gil und das sieht aus, als ob die echt nicht einfach wäre. 10 Jahre später? Jetzt scheint es ja noch richtig abzugehen. Nehmen wir das hier. So. Jagdauftrag Garulas im Nebel. Das kriegen wir wohl hin.
Es läuft auf jeden Fall besser als die PlayStation 4 Version. Oh Gott. So viel zum Thema, es läuft viel besser. Ah! Holy shit, Brudi. Vielleicht muss ich das doch alleine spielen. Es geschafft? Das sieht böse aus irgendwie. Pika, danke für 41 Monate Sub, Mann. Holy shit. Bald 4 Jahre, Alter. Bald 4 fucking Jahre, Mann. Ich bin voll traurig, dass ich keinen Konter machen kann, sondern dass er das anscheinend automatisch macht oder so. Atmos, danke für 10 Euro, Mann. Voll cool. Yikes. Die ganze Zeit die Dudes hier respawnen, ist eigentlich gar nicht so cool eigentlich. Aber wir müssen nur noch eins killen, also von daher, das kriegen wir aber noch hin. Dieser erliegt. Kurz mal draufbomben und geschafft. Endgegner erschienen. Ein großes Garula. Es ist halt irgendwo schon ganz cute. Es hat so ein bisschen Monster Hunter Charakter. Nur, dass es halt sich nicht so krass spielt wie Monster Hunter, sondern dass du halt einen Knopf gedrückt halten musst, während du wartest, dass deine Charaktere den Gegner niedermähen. Vielleicht können wir das Garula einfach die Klippe runterschmeißen. Stell dir vor, das würde funktionieren. Wie cool das einfach wäre. Pff.
Wir haben ihm anscheinend einfach das Horn abgebrochen. Ich glaube, das kommt uns zugute. Es gibt extra Items. Und tatsächlich, glaube ich, sind Items in dem Spiel und das Aufpowern der Waffen wichtiger als das eigentliche Level. Entsprechend war das gar nicht so eine dumme Aktion, hoffe ich. Ich mag es, dass der Kniebeugen macht die ganze Zeit. Richtig schöner Final Fantasy VII Callback. Glad you made it back. Dinner is served. Sie ist also fürs Kochen jetzt zuständig. Finde ich auch okay. One can't wage war on an empty stomach, so eat up. Oha! Und weil wir die geheime Mission geschafft haben und Coco wohlbehalten zurückgekehrt ist, bekommen wir nochmal extra Stuff. Voll cool. So, jetzt kann ich doch mit den Dingen, die ich habe, meine Waffe upgraden, oder? Also erstmal muss ich eh zu dir. What's up? Und... warte mal. Genau, das da. Das muss ich anmachen. Good to see you. Wir haben 1200, das heißt, wir können einfach die ganze Stadt aufpowern, glaube ich. Nee, können wir nicht, aber wir können es versuchen. Wumm. See ya. Noch sind wir hier nicht durch, Schwester. Noch haben wir so zwei, drei Sachen, die ich anmachen muss. Das scheint ja wichtig zu sein. Außerdem das hier. Alright, the power supply is online. Okay. Ich glaube, die Quest ist geschafft, wenn wir genau die Stadt mit Strom versorgt haben. Say, ain't you one of them's on Reggie's security detail? You didn't help him much, but maybe you can do something for me now that that Conflab power's back. You see that baby over there? I was using her to remodel weapons for a spell, but she ain't getting much love nowadays. Do me a favor and put the old girl to work. Okay. Wir können entweder das hier nehmen und das aufpowern oder das hier und das auf Drufe streichen. Reden ist auch nicht meine Stärke. Nehme ich das hier und pack einfach 5 davon rein. Und anscheinend ganz viele davon. Okay, aber ich kann auch immer nur ein so ein Ding verwenden. So. Sind wir einfach Level 20 von 30. Ich glaube, das ist gar nicht so kacke eigentlich. So long. Jetzt haben wir auch Geld. Das können wir uns doch bestimmt. Ah, guck mal, wir können uns sogar neuen Stuff hier kaufen. Das ist interessant. Die Brille ist auf jeden Fall schon mal mein. Die lasse ich mir ja nicht nehmen. Nur die Frage, wo ich die sehr ganzen Sachen ausrüsten kann. Wo ging das denn nochmal? Bei dir? Ah. Okay.
Hier konnte man das, glaube ich, ändern. Hier kann ich, glaube ich, sogar auch meinen Namen ändern. Anything I can assist with. Aktuellen Avatar anpassen. So, warte mal kurz. Gesicht? Nein. Kleidung? Accessoires? Aha, guck mal. Sieht direkt ein bisschen besser aus. Ha! Jetzt kann ich die Raute löschen. Jetzt ist mein Name endlich korrekt. Sehr gut. Ah, gut. You want weapons? We got lots of them. I want weapons. Anscheinend kann ich mir das hier kaufen. So ein Speer ist eigentlich gar nicht so doof. Pleasure doing business. Hey, come again. So, warte kurz. Nein, nicht das Militärkatana, sondern der Jagdspeer. Vielleicht kann ich den auch kurz noch aufpowern. So ein paar Level zumindest irgendwie mitnimmt. Das war noch der Speer, genau. Warte, was? Windschlitzer oder zerschmettern? Erhöht den Schaden gegen kleinere Gegner um 10%. Ja, finde ich gut. Okay, so, Mädchen, dann gib uns doch nochmal eine Aufgabe, wie zum Beispiel das hier. Für Stufe 4. Was wir nicht sind, aber was wir definitiv ausprobieren können. Schnellstart wieder. Mal gucken, ob das klappt. So, nichts als Spinnerei. Dann wollen wir mal. Ich bin mir ziemlich sicher, ich hab gerade auf Blocken gedrückt. Ich mag es, wie Jennica einfach übelst krass blocken kann, Mann. Wenn die Retail-Version am selben Tag ankommt wie der Digital-Release, kannst du die Retail-Version halt auch immer noch zurückschicken, Mann. Okay, das sieht aus, als ob wir das hingekriegt haben. Dann wollen wir mal nach da hinten. Es sieht halt schon sehr viel schöner aus als auf der PS4, Mann. Es ist halt schon schöner eigentlich. Ich habe mich halt seit dem Release dieses Dings darauf gefreut, das auf dem PC zu spielen. Einfach weil es so viel spielbarer ist. So viel dazu, Alter. Es ist so viel spielbarer, sagte er. Dann hängt es erstmal für 4 Sekunden.
Haben wir es? Anscheinend ja. So einfach kann es gehen. Ist halt schon ein bisschen cool, wenn man das so zusammenspielen kann, das mit Leuten spielt, die es halt auch drauf haben. So, das war spannend. Jetzt würde ich hier einfach erstmal den Break machen, weil mein PC möchte auch gerade ein Update installieren, sehe ich gerade. Der ist nie fertig. Den habe ich vor kurzem erst formatiert. Und der ist nur im Update installieren. Halt jeden Neustart hat er irgendwie Neues. Daher, ich hoffe, er ist alsbald fertig. Ansonsten bin ich zumindest für heute durch. Ich danke für eure Aufmerksamkeit. Wenn es euch gefallen hat, gebt Daumen nach oben, lasst Subs da und Abos und Follows und sonst was überall, auf Twitch, auf YouTube, auf Instagram, auf überall, Twitter, holy shit, wichtig. Und ansonsten bin ich weg. Ich danke für eure Aufmerksamkeit, wie gesagt, und wir sehen uns dann wahrscheinlich morgen wieder. Bye!